So, ich befinde mich hier mitten im Sauerland. Hier sagen sich noch Fuchs und Hase, gute Nacht. Und ich will heute mal Gleitschirmfliegen ausprobieren. Ich habe es noch nie gemacht. Und das hier ist der Arno. Hallo. Hallo. Arno, du bist Chef der, sag mal? Der Flugschule Oberberg, Gleitschirm- und Drachenschule. Gleitschirm- und Drachenschule. Ja. Wie lange machst du das schon? Ich fliege seit 1976. Ja, aber erst nachdem du aufgehört hast, Magnum zu spielen, oder? Okay. Oh, ich sehe da schon einen. Da ist ja schon einer. Um Himmels Willen, so hoch geht das? Das ist nicht einer, das ist ein, nee, ein Mädel. Ach so, das ist eine Frau. Ach was, das können, Frauen können das auch? Frauen können das auch. Ist ja unfassbar. Gleitschirm fliegen. Frauen können auch Gleitschirm fliegen. Ich dachte bisher nur Gleitcreme kriegen, aber auch Gleitschirm fliegen. Ist interessant. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Was machen wir als erstes? Zuerst nehmen wir uns mal das Kuchzeug hier. Ah, das Kuchzeug, ja. So. Das ist meine Mütze so lange. So, das spitze Ende nach hinten. Nein, anders. So, das spitze Ende der Brille kann ich auflassen. Ja. Aber eins muss ich ja sagen, die Mütze steht dir gut. Kannst du vielleicht noch mal in die Kamera gucken? Das sieht wirklich, ja. Echt. Sag mal, bist du auch, vielleicht bist du auch mal zwischendurch als Jürgen Hingsen aufgetreten? Kann das sein? Das ist das Kuchzeug, das ist das Wichtigste hier. Du kannst, du darfst auch ruhig mal Fehler machen, wenn du dann nachher läufst oder fliegst. Ja. Also wenn du auf den Kopf fällst, dann ist hier der Helm dafür, ja. Der schützt das, was noch da ist. Okay. Dann haben wir hier, ach, das sind aber sehr kritische Untertöne, die ich da höre. Ja. Ja. Gut. Dann haben wir hier, wenn du mal auf dein Gesäß fällst oder auf deinen Rücken fällst, dann, ja, damit hier mit die Wirbelsäule heil wird, haben wir hier noch einen richtig dicken Schaumstoffprotektor drin. Ach, da ist gar nichts. Also nichts passieren. Das ist nur Schaumstoff, was da drin ist. Ja, da ist gar nichts drin. Okay, dann fangen wir doch mal an. Dann ziehen wir uns das mal an. Ah, verstehe. Die müssen richtig angelegt werden, ja, damit da das, was zu schützen ist, ja, auch heile bleibt. Sehr gut. Sehr gut. Das sieht aber auch gut aus. So, dann stell dich mal gerade hin. So sieht's aus. In der Startphase und in der ersten Flugphase, da läuft man, ist mal aufrecht im Link, da ist es ja sehr unbequem, das Ganze. Ja. Aber wenn du in der Luft bist, dann kann man sich richtig in dieses Kurzzeug reinsetzen. Und dann setz dich mal nach unten und setz dich mal richtig schön unten rein. So. So ist dann viel schöner, oder? Auch herrlich. Wunderbar bequem, oder? Ja, ich komme mir vor wie im Lifter-Treppenlift. Okay, ach, das ist jetzt so ein ganz normaler Schirm? Das ist ja ein ganz normaler Gleitschirm. Ja. Ich habe für dich natürlich einen besonders großen ausgesucht, damit er dich auch trägt. Ist ja, ach so, das ist für verschiedene Gewichtsklassen. Okay. Also das Tuch ist die Kappe, das ist jetzt nur so ein Lappen, der da liegt. Und ja, dieses flugfähige Profil entsteht erst dadurch, wenn du nachher angeguchtet an den vorderen Tragegurten den Schirm während des Laufens nach oben ziehst, ja, dann strömt Luft in diese Zellen rein und dann hast du, entsteht ein sogenannter Staudruck, der Überdruck, und der sorgt für dieses flugfähige Profil. Und wenn diese Aufziehphase, wenn das alles in Ordnung ist, wenn das alles richtig gemacht hast und danach richtig schön schnell läufst mit großen, langen Schritten, ja, dann irgendwann geht es dann auf einmal in die Luft. Du sprichst so ein bisschen, als würdest du die Hobbithek moderieren. Da kann man da machen, der Lauf, und wenn der Helm dann auf ist, dann schön in den Rhein und dann macht ihr euch und dann zeigt euch dann schon Pütz mal, wie man mit so einem Helm fliegen kann. Genau. Und wenn da die Luft da drin ist, dann fliegt man dahin und dann denkt man, man wäre auf Flügeln. Und, genau, ist man, ne, ja auch, ist man ja auch. Ja. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, das sind die Tragegurte. Das sind die Tragegurte. Die hänge ich jetzt rein. Das musst du mal so den Arm auswinkeln, nach außen. So. Genau, so. So. Und die Tragegurte hier drüber. Ja. Und werden hier den Karabiner befestigt. Sehr gut. Weil das soll ja auch. Das klappt ja super. Ne? Ja, das geht ja schon richtig gut los. Ich habe jetzt schon Vertrauen. So. So, die Arme nach außen strecken. Außen strecken. Okay, Arme strecken. Okay. Und gehen, zwei Schritte gehen. Und jetzt laufen. Laufen, 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 laufen. Schneller laufen, schneller laufen. Loslassen, loslassen. Anbremsen, anbremsen. Nicht schlecht. Arno, warst du das? Schön nochmal rauf jetzt. Ich schnell mal rauf. Dann machen wir oben neben dem Schirm schön hin, sodass sich der Schirm, wenn ich loslaufe, schön aufstellt. Und dann, das können Sie auch in unserem Hobbitech-Buch nachlesen, machen wir einen erstklassigen Lauf, sodass ich nach wenigen Metern abhebe, in die Lüfte schwebe, wie ein Vogel gleich hier über das Sauerland hinweg schwebe. Und genau über Winterberg muss ich mal pipi. Ein Stockwerk höher. Sehr gut, ein Stockwerk höher. Geil, jetzt wird's gut, glaube ich, hier. Der Arno kann man auch gut als Sherpa einsetzen zwischendurch. Falls Sie mal eine Himalaya-Expedition machen oder so. Der Arno kann super Sachen tragen.
Wir sind jetzt echt Ahnung, sag, wie viel sind wir höher gegangen? Also, wir befinden uns kurz vor der Todeszone. Da haben wir's. Kurz vor der Todeszone. Aufziehen, loslassen, anbremsen. Ja. Und dann große, lange Schritte. Ja, okay. Bisschen in der Luft, da fliegt eine leichte Linkskurve, links rüber. Ja. Und eine große, lang gezogene. Ja, genau. Okay, und komm. Loslassen, anbremsen. Anbremsen, lauf, 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 lauf. Große, fette, große. Oh! Oh! Mach ich doch. Gerade. Wind Nordoststartbahn 03. Und schon höre ich die Motoren. La 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 la. Den Handeln entgegen. Wind Nordoststartbahn 03. Und schon höre ich die Motoren. La 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 la. Der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Eieieiei, das darf Nazis raus. Ja, das kann man lernen bei dir in der Flugschule Oberberg. Flugschule Oberberg. Kann man im Internet auch nachgucken? Ja, ja, ja. www.flugschule-oberberg.de. De. Ja, okay. Ja, sensationell. Ich glaube, das werde ich demnächst mal öfter machen. Das gefällt mir sehr gut. Du bist herzlich eingeladen. Ja, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Okay. Dankeschön. Hier liegt der Schirm. Viel Spaß beim Hochtragen. Ich pack alles ein. Ja. Ciao.